Hallo liebe Simulator-Freunde und Fans des Bausimulators. Wir sind heute hier bei Weltenbauer im Büro, wo der neue Bausimulator 2014 entsteht. Neben mir sitzt der Matthias, Hallo. Der verantwortlich ist für die 3D-Fahrzeuge im neuen Bausimulator, und der wird uns jetzt einen kleinen Einblick in seine Arbeit geben. So, Matthias, dann zeig doch mal, wie denn so ein Fahrzeug entsteht. Was ich ja hier sehe, ist ein Kranhaken. Genau, das ist von unserem aktuellen Fahrzeug, was eigentlich noch Top Secret ist, aber... Verstehe. Genau, wir schon mal eine erste Preview zeigen können. Okay, zeig doch mal, wie denn so ein Kranhaken aufgebaut ist oder so ein 3D-Objekt, was dann später im Spiel zu sehen sein wird. Genau, das 3D-Modell besteht ja aus Polygonen, die man hier sieht. Okay. Und genau. Hast du dafür eine Vorlage gehabt oder wie kommst du da zu dem 3D-Modell? Genau, ich hatte einige Bildvorlagen, die wir bekommen haben, und auch ein CAD-Modell, was als Grundlage ja für das Modell war. Okay. Ah, sehr schön. Und wie kommst du zu den roten Streifen da drauf? Also das wird Textur genannt wahrscheinlich, ne? Genau. Man muss vorher das Objekt aufklappen im Prinzip. Das geht über das UV-Layout. Das sieht so aus. Viele Knöpfe. Das ja. Sieht schon mal sehr technisch aus. Sehr exakt. Und genau da habe ich im Prinzip jede Fläche einzeln und kann die sozusagen auf eine 2D-Textur dann mappen. Okay, dann zeig doch mal diese 2D-Textur. Genau, das sieht dann so aus. Okay, jetzt befinden wir uns in welchem Programm? In Photoshop. Okay. Genau, und hier in Photoshop kann ich dann auf dieses Bild die Farbe eben drauf malen, und die erscheint dann auf dem Modell. Okay, sehr gut. Wenn das jetzt in fertig modelliert ist, das Objekt, ich glaube, das andere Programm war 3D Studio Max, richtig? Richtig, genau. Genau, switch doch mal da rüber. Wenn das jetzt hier drin fertig erstellt worden ist und mit einer Textur und einem UV-Layout versehen ist, wie geht es denn dann weiter? Genau, dann bringen wir das Objekt in unsere Engine, das ist Unity. Mhm. Es wird exportiert und genau, dann nach Unity gebracht. Dann sehen wir es ja wieder. Sehr schick. Kannst du hier nochmal auch die Wireframe-Ansicht anschalten? Okay. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus, wie gerade noch in 3D Studio Max. Genau, das bedeutet, die Engine trianguliert das Objekt neu, deswegen werden hier entstehen neue Linien. Okay, und kann man es jetzt auch noch anpassen, zum Beispiel irgendwie die Farben verändern oder? Genau, das ist kein Problem, weil hier auch einfach die Textur drauf liegt, die in 3D Max drauf liegt, und deswegen kann ich in Photoshop ganz einfach die Farben anpassen. Ein lila Kranhaken. Genau. Sehr schick. Das ist wahrscheinlich nach sämtlichen DIN-Normen dieser Welt verboten. Ja. Das Ganze speichern und dann habe ich einen lila Kranhaken. Sehr schön. Und dann fehlt nur noch, dass die Bauarbeiter unter dem lila Kranhaken YMCA tanzen. Ja. Sehr gut, okay. Den können wir dann später so in Unity weiter verwenden, nehme ich mal an. Gibt es denn da noch irgendwie spezielle Tricks, um da noch mehr Details reinzubekommen, irgendwie über das Material? Genau, also wir hatten ja ein CAD-Modell, was wir bekommen haben. Und dieses haben wir verwendet, um eine Normal Map zu generieren, um so Sachen wie diese Details. Okay. Das heißt, diese Details, die sind jetzt nicht in dem Objekt mit drin, sondern werden nachträglich aufgebracht? Exakt, genau. Also gerade auch diese Kanten hier an der Seite, die die Rundung geben, die gibt das Modell nicht her, weil wir. Dann zeig doch nochmal die Normal Map, damit man davon nochmal einen Eindruck bekommt, wie die aussieht. Genau, sonst öffne die doch nochmal in Photoshop, da kann man es, glaube ich, noch ein bisschen besser sehen. Ja. Ah, okay.
sieht strange aus. Genau. Aber man kann ein paar Details erkennen, die man später in dem Modell wiedererkennt. Richtig, genau. Also gerade diese Nieten, die dann auf dem Modell dann erscheinen. Okay. Sehr gut. Dann vielen Dank, Matthias, für einen kleinen Einblick in deine Arbeit. Und wir hoffen, es hat euch gefallen, es war interessant. Und wir werden uns bald wieder melden, um euch noch ein bisschen mehr Einblick in unsere Arbeit zu geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Tudum. Tudum.